Wir waren lange weg von der Bildfläche, zumindest draußen. Wir haben hinter den Kulissen natürlich gearbeitet, neues Album, die ganz neue Single. Und dachten wir, wir haben natürlich schon sehr viel gemacht in der Vergangenheit. Und da muss mal wieder was Spektakuläres her. Und da haben wir mit unserem Regisseur Michael Menke, mit dem wir schon vieles gemacht haben, besprochen, wir drehen in Indien. Und das Ganze ist natürlich sehr aufregend, sehr abenteuerlich und wird, glaube ich, richtig gut. Dabei gibt es hier keine Cola am ganzen Set. Habt ihr denn? Wir haben ein Getränk. Ihr habt doch Wasser. Groß Catering. Ich frag die mal. You have to go to the drain. What is he doing? Can you manage to kill the frame? I don't want to see anyway. I want an empty picture. Ich habe gesagt, wir drehen in Indien oder nirgendwo. Und ja, ihr habt ja gesehen die letzten Tage, was wir hier aufgebaut haben, was für eine Top-Crew wir hier haben und was man hier vor allen Dingen leisten kann. Ja, und deshalb hat sich das auch gelohnt, oder? Denke ich auch. Wir haben uns einfach mal überlegt, nicht diese gewöhnlichen Dinger, ich mag ja Musikvideos eigentlich, ich kann das ja auch eigentlich gar nicht. Und habe gedacht, in Indien, da passiert so viel, ein Land der Farben, Menschen. Und dass man da irgendwas Vernünftigeres hinkriegt als ein Club-Performance oder vor der Berliner Mauer mit der Videokamera. Und ja, wir haben hier eben sehr viel Aufwand betrieben und das geht auch eigentlich nur, weil, na, muss man ganz ehrlich sein, die Preise natürlich nicht die sind, die es in Deutschland gibt. Und ich vergiss es, schneiden wir eh nicht rein. Nochmal neu. Also es gibt keine Story in dem Sinne. Es ist eigentlich mehr so der Gesamteindruck, die Bilder aus Indien.
ganze Atmosphäre, diese Szenerie, dieses leicht mystisch, skurrile. Und du, so fangen wir an mit dem Video. Das machen wir ähnlich, aber wir schneiden es irgendwann mal rein und die Mädels gut. Können wir drehen? Okay. Max, concentrate now all. Last shot of the video. Und das passt auch zu der Nummer, The Legend Behind the Cow, das dreht sich so um den Kult, der hinter Scooter steckt, weil The Painted Cow ist ja auch ein Pseudonym von unserem Bandnamen. Bitte lasst sie doch einmal in Ruhe! Kamera! Ich will, dass er das dreht. Naja, das haben wir halt mal so richtig gefeatured und in Szene gesetzt mit dieser ganzen indischen Mythologie und diesen verschiedenen Menschengruppen, die es hier gibt, von den Sikhs mit den Turbanen, den Gurus, Priestern, traditionellen Tänzerinnen. Und das Ganze kombiniert mit der Moderne, also so haben wir eben auch ganz moderne Guru-Girls aus Indien, so als Kontrast. Ja, das ist insgesamt ein sehr stimmiges Bild. Kai! Stevie Wonder. Hier, das sieht aus wie Stevie Wonder on the drums. Ich dachte, du sollst Making-of-Material nehmen. Ja, okay, ich hol gleich die Kamera. Sehr gut. Bitte. Max, okay? Ja. Kill the frame, stand by. Den Kopf runter. Und dann, can we go down? Can we go down? Down. Scooter ist achte innerhalb von 4 Jahren. Und so wie sich meine Stimme anhört, wird das wohl auch erstmal für die nächsten 4 Jahre das letzte gewesen sein. Wir werden sehen. Aber, Entertainment! Entertainment! HP bitte und das kleine Mädchen und Red Color for the Mark. HP bitte! And, ja. Was soll ich? Peace! Ja, gut. Nur hier sagt einem ja keiner was. Und Handwerk! Und, Peace! Weil das keiner gesagt hat. Okay, auf bitte, HP. Hier hat aber keiner bitte gesagt. HP, einfach nur den Finger weg von der Stirn und Peace sagen. Auf bitte. Okay. Auf bitte, aber genau. Ich hab nicht gesagt. Er hat nur dieser Finger weg. Und dieses Gebet ist schön. Hörst du das? Nicht, dass die gleich wieder anfängt zu schiffen. Glaube ich nicht, aber hat mich schon inspiriert. Das nächste Album wird nur indisch. Hüpf rauf da! Also uns wurde vor mehreren Jahren ein Foto von einem Fan geschickt, die scheinbar einen Bauernhof zu Hause hatten. Und jedenfalls war auf diesem Foto eine Kuh, wo drauf stand Scooter. Und dahinter hatten sich alle postiert. Und das fand ich irgendwie so cool, dass wir seitdem immer dieses von The Painted Cow sprechen. Und das Ganze haben wir natürlich dann noch im Laufe der Jahre gesteigert zu so einem richtigen Kult. Und die Fans wissen das auch, Außenstehende wundern sich natürlich, was soll das, The Painted Cow oder Behind the Cow. Naja, und somit sind wir darüber auf diese Songidee gekommen, weil sich das eigentlich anbot, was
Was wollte ich sagen? Cut.